Kieler Woche und Segeln. Sie bekommen eine Einladung auf ein Segelboot, aber wie verhält man sich da als Leichtmatrose und Landratte? Wir helfen Ihnen mit unserem kleinen Ratgeber Segelikette. So verhalten Sie sich richtig an Bord. Jo, mein Dern, aber nimm mir den Schoen hier. Hey! Schuhe mit schwarzen Sohlen sind Gift für das teure Tickdeck des Skippers. Er wird sie dafür hassen. Nehmen Sie lieber Schuhe mit weißen Sohlen. Die sind abriebfest und machen keine Streifen. Hey, schon wieder die falschen Schuhe. Nein, nein, nein. Mann. Diese Schuhe sind für den Boulevard hervorragend geeignet oder auch für den Schuhladen. Fürs Segelboot allerdings nicht. Außerdem wird sie jeder Skipper wieder dafür hassen, wenn sie pfenniggroße Macken in sein teures Tickdeck machen. Nehmen Sie lieber Modelle wie dieses hier. Sie sehen sportlich aus und sind auch gut. Mit dem Pfeifen an Bord ist das so eine Sache. Das darf nämlich nicht jeder. Das darf nämlich nur der Bootsmann oder der Wind. Okay, mach mal den Fender fest da vorne, ja? Nee, nee, oh Gott! Einen Fender befestigt man mit einem Webleinstick. Der sieht so aus. Wollen Sie Ihren Skipper allerdings besonders beeindrucken, benutzen Sie einen Palstick und der geht so. Einmal um die Schlange rum, um den Baum, durch den Tüdel und fertig. Nur wenn du eine richtige Ahnung hast, ja nicht, aber trinken kannst du. Prost! Na zdorovje! Na zdorovje!